So, YouTube. Hallo, herzlich willkommen zu Kingdom Come Deliverance. Ja, wir sind gerade aufgestanden, wie ihr seht. Wir konnten nur 12 Stunden schlafen. Ich bin nach Hause geritten. Und ich würde mal gucken, können wir Sachen hier ablegen aus unserem Inventar? Zum Beispiel hier den Beuvel-Zaubertrunk. Brandwein. Das Metis würde ich trinken. Ringelblumenaufguss ablegen. Schnaps. Auch erstmal weglegen. Strauchdiebtrunk, Trank des Baden, nicht? Unbekannter Trank, legen wir alles ab. Wein legen wir ab. Das Hirschfleisch, nichts mehr wert. Ja, das ist blöd. Den leeren Vogelkäfig, nee, aber den Silberkelch. Solche Sachen will ich erstmal noch nicht verkaufen. Wildschweinleder können wir noch verkaufen. Bögen haben wir. Pfeile würde ich alle mitnehmen, falls irgendwann mal was Unvorhergesehenes passiert. Ja, nicht? Und die anderen Sachen haben wir alle an. Da kann ich nichts ablegen. Und die anderen hier, Trockenobst, getrocknete Schirmlinge und getrocknete Pilze, sowas kann ich direkt dann verkaufen. Aber da Heinrich trainiert, ein guter Tag startet mit einem Bier. Sattheit 78. Wir könnten aus dem Topf essen, aber wozu? So, und wir wollten nämlich ins Badehaus. Ich weiß nicht, wann das Badehaus aufmacht. Es ist gerade mal 6 Uhr, glaube ich. Ja, gerade Sonnenaufgang. Aber der Regen ist wenigstens vorbei. Ich finde es schade, nicht nach so einem Regentag müsste man eigentlich noch so ein anderes Preset von der Umgebung haben. Mit Pfützen, nassen Lehmböden. Wenn sowas im zweiten Teil auch noch drin wäre. Oh, man träumt die ganze Zeit. Am Ende ist das Eis nicht drin. Und man ist mega enttäuscht. Aha. Ah, noch ein paar Brennnesseln. Bringt alles Geld. Und der Wegesrand wird rein. So muss es sein. Ich glaube, ich war noch nie in diesem Badehaus drin. Immer nur außen hier. Na, die haben noch zu. Haben auch was zu essen. Ein privater Bereich. Aber hier ist halt nichts drin, nicht? Das ist privat, weil man da drin sich wäscht. Oder gewaschen wird. Eins von beiden. Je nachdem, was man zahlt. Kleine Sitzbank. Manchmal sind an den Sitzbänken auch so Sachen versteckt nebendran. Gerade hier in solchen Höhlen. Kirchenglocken läuten. Hier ist auch Waschbottiche. Dass man hier rumlaufen darf. Könnt ihr sogar schlafen. Gut, aber es ist auch nichts zum Looten hier. Sidonia, ach so, hier schlaft ihr alle. Stört sie auch nicht, dass ich hier rumlaufe. Na gut. Noch ein Bett. Ah, da. Du willst in die Stadt gehen? Bürgerin. Ah. Mit dir kann ich nicht viel anfangen.
Dann würde ich sagen, warten wir einfach mal ein Stündchen oder so. Vielleicht kommen die dann raus. Überladen rennen wir eh eine Stunde in die Stadt. Wenn das Dings noch eine Stunde dauert, dann ist schon wieder 10, der halbe Tag vorbei. Aber dann ist es zumindest so, dass wir wissen... Attaya Turnier, ja, da nehmen wir nicht dran teil. Dann ist es zumindest so, dass wir... Morgen findet in Attaya ein Turnier ab. Dass der Laden offen hat. Nicht? Der macht ja erst um 10 auf und der andere um 11 oder so. Wenn die natürlich jetzt auch erst um 11 oder 12 aufmachen, wäre blöd. Acht wäre schon eine gute Zeit. 9? Bisschen besser. Ne, haben schon auf. Sehr gut. Gott sei mit dir. Wie kann ich helfen? Ich brauche die Dienste des Badehauses. Ich möchte die Dienste des Hauses in Anspruch nehmen. Was hättest du denn gerne? Ich brauche... Haare schneiden, Wunden, ein Bad nehmen und meine Kleider. Ein Bad. Und ich will mich erholen und meine Kleider reinigen lassen. Das lässt sich machen, aber du musst im Voraus bezahlen. Ja. Falschen. Das ist mir zu teuer. Und wie viel würdest du zahlen? Ah, wir wollen ja wieder Trinkgeld geben, nicht? Du wirst es nicht bereuen, das verspreche ich dir. Mach's gut. Sie hat sich nicht mehr bedankt fürs Trinkgeld. Hier gebe ich nochmal was extra. So, jetzt sehen wir halbwegs gut aus. Weg mit euch, niederes Huhnvolk. Damit wir uns nicht so schmutzig machen. Ja. Nehmen wir mal das Pferd nach oben. Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch aufsteigen darf. Ich habe nur noch ein paar Blümchen gesammelt. Aber ich muss sagen, man kommt irgendwann wirklich in dieser Welt an. Die Leute gehen ihren Tageswerken nach, nicht wahr? Kommt, liebe Leute, und labt euch an diesem Duft. Karotten, oh, ein Genuss für euch und die Familie. Zwiebeln, scharf wie ein Schwert. Erstmal gucken, ob der Schneider da ist. Der hat noch zu. War ja wieder klar. Wie viel Geld haben wir inzwischen? 900. Der Fleischer hat auch erst um 14 Uhr oder so offen. Oder die hatten Mittagspause. Das kann auch sein. Ich guck mal. Dass die zwischen 12 und 14 Uhr zu haben oder so. Ja, die haben offen. Sehr gut, dann kann ich ihr das alte Fleisch verkaufen. Sei gegrüßt. Was brauchst du? Ich will handeln. Ich möchte gerne verkaufen. Dieses leckere alte Fleisch, diese alten Pilze, Trockenobst, ja, und so weiter und so fort. Mehr möchtest du auch nichts? Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Und bei so wenig gehen wir natürlich auch runter. Das hier und ein kleines Extra. Na sowas. Vielen lieben Dank. Ruf verbessert. Für alte Scheißsachen, die wir im Inventar hatten. Immer sehr, sehr gut. Ein guter Tausch. Warst du inzwischen offen? Nein. Ja, dann der Rischmied. Hat der offen? Glaube nicht. Jungfrau. Hallo, Herr Rüstschmied. Wann stehen Sie auf? Die und Ihre Ladenöffnungszeiten. Aber wir haben noch eine Axt, die wir, glaube ich, oder irgendwas konnten wir noch verkaufen. Er ist doch schon wach. Sehr gut. Wenigstens in einer. Guten Tag. Lasst uns handeln. Ich möchte verkaufen. Ach, der kauft keine. Oh. Ich meine, die Achse ist nicht wirklich gut, nicht? Wir könnten mal
gucken. Die beste Axt, die wir kaufen könnten aktuell, wäre eine Streitaxt für 2k. Puh, okay, nee. 1,8k, nein. 927, ganz knapp nein. 717, 487. Ja, sind auf jeden Fall. Und dann die Bartaxt, die wir haben, 111. 111, und der würde uns 14 dafür geben. Puh, schwierig. Aber wir können die beiden Sachen mal reparieren draußen. Dann kriegen wir auf jeden Fall wieder Reparatursachen. Ja, dann können wir denen leider nichts verkaufen. Falscher Eingang. Nee. Ach, hier im Schatten. Ich hab's gar nicht gesehen. Da ist es. Das gute Schleifrad. No, richtiger Winkel. Drehen, drehen, drehen. Irgendwie kommt das Messerschwert da gar nicht ran. Ja, was ich mache. Nur so, und dann geht's aber eher kaputt. Schlecht. Aber doch ist besser geworden. Aber warum? Ich habe keine Funken gesehen. Das war komisch. Aber Reparatur ist aufgestiegen. Das ist schon mal gut. Oh, muss eigentlich auch so gereicht haben. 89. Naja, gut. Immer ein bisschen. Ist das eine Kacksteuerung, wird gesagt. Maus rechts, link runter, viel zu empfindlich. Es geht. Es gibt schlimmere Steuerungen in anderen Spielen. Also ich muss sagen, das ist wirklich noch okay. Es sieht komplizierter aus, als es wirklich ist. So, machst du wenigstens jetzt auf? Ich hab doch genau gesehen, dass du reingegangen bist. Die mit ihren Ladensöffnungszeiten. Normalerweise bin ich ja der Erste, der sich aufregt, wenn eine Steuerung richtig scheiße ist, nicht? Gerade eine, die so Multi-irgendwas braucht. Aber das geht eigentlich. Guten Tag, wie kann ich helfen? Lass uns handeln. So, was verkaufen wir dir denn? Ich meine, der kauft auch alles, nicht? Aber... wir verkaufen ihm mal nur die Sachen. Einbeere behalte ich. Leder 10. Oh, kriege ich woanders mehr dafür? Das ist die Frage, ne? Ja, 10, 14. Da gucken wir aber nochmal. Mehr kann ich ihm hier nicht geben. Nahrung habe ich verkauft. Hier haben wir alles gewaschen endlich. Sehr gut. Alles auch noch im guten Zustand. Bis auf die Stiefel. Okay, da müssen wir hinten zum Schuster. Und hier ist die Bartaxt schlechteste. Die haben wir ja aber gerade in Angriff gehabt. Okay, dann ist das eigentlich alles, was wir ihm abluchsen können. Was am Preis machen?
Klar, warum nicht? Jetzt will ich aber mal ein bisschen was haben. 48, komm! Siehst du, ich wusste, wir werden uns einig. Sogar ohne Gemecker, nicht? Weil wir ihm vorher immer angefüttert haben und einen guten Ruf haben. Wenn man dann mal ein bisschen mehr möchte, dann sagt er da direkt auch ja. Aber was wäre so ein Tag, wenn wir nicht unseren billigen Wein trinken würden? Trinkfestigkeit hat sich erhöht und wir haben eine Spezialisierung dafür. Oh, da möchte ich doch direkt mal gucken. Hundeflüsterer, Reiten, Trinkfestigkeit. Biertrinker können wir werden. Bier ist 50% schwächer, sodass du mehr davon trinken kannst. Wein hingegen ist doppelt so stark. Okay, ey. Na, Mann, ich will mal raus und drücke Escape, aber ich kann hier mit Q hier raus. Ich vergesse das immer wieder. Trinkgewohnheit. Unter dem Einfluss von Alkohol zittern deine Hände 25% weniger und deine Fertigkeit Bogen ist um 2 Punkte erhöht. Im nüchternen Zustand zittern deine Hände jedoch 25% mehr. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Tausch ist. Weintrinker. Wir machen auf jeden Fall Biertrinker, oder? Oh. Das passt. Am liebsten wäre mir Mehltrinker. Heinrich mag eigentlich den Honigwein am liebsten und frönt ihm, aber bisher hat er noch keinen bekommen. Einen haben wir in der Tasche. Oder haben wir den abgelegt? Wir müssen auch noch ein Würfelspielchen machen. Ich finde, die beiden Tavernen sind viel zu eng beieinander, nicht? Die eine ist da, die andere ist hier, aber da unten ist keine in die Richtung. Sehr merkwürdig. Keiner will hier spielen. Hier war der Schuster. Isle of Man. Vielleicht können wir uns ein eigenes Reparaturset holen, aber die Schuhe sind, glaube ich, schon zu kaputt. Guten Tag. Guten Tag. Ich mag ihn gar nicht. Lass uns handeln. Moderne Schlappen. Kleines Schuster-Set. Genau. Möchte ich bitte... Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir's. Copy-Paste-Taverne sah in Anderndorf genauso aus. Nee. Ist eine andere. Das ist die gleiche, weil wir im gleichen Dorf sind. wir geben ihm mal ein bisschen was. Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Nun denn, recht herzlichen Dank. Die sehen sich hier in der Stadt nur sehr ähnlich, die beiden. Das stimmt, aber sie sind nicht gleich. Okay, ich wollte gucken, ob die Sachen passen. Aber grundsätzlich sind sich sowieso alle Gebäude sehr ähnlich. Du darfst nicht vergessen, das Spiel ist von 2018. Da hattest du technisch ganz andere Möglichkeiten wie heutzutage nur. Also du musstest ja allein vom... Okay, geht nicht, zu kaputt. Einfach Einsparungen machen. Du kannst ja nicht 1000 Millionen verschiedene Objekte haben. Zumindest damals nicht. Jetzt mit Unreal Engine 5 und so ist das alles nochmal was anderes. 5. Ja, oder? Dafür, dass unsere Schuhe wieder funktionieren. Sehr schön. Ah, und wenn wir die aber selber reparieren, dann sind wir ja 20% schneller. Okay, das ist gut, dass wir das Set dabei haben, auf jeden Fall. Ich frage mich, warum unsere... Ach so, wir sind auffällig, weil wir besoffen sind. Alles klar. Wollte schon sagen, hä? Den Innenhof meinte ich. Gut, die Innenhöfe sehen sich halt einfach ähnlich, aber sind auch nicht gleich. Sie sind immer leicht anders geschnitten, größer, kleiner, andere Eingänge, Tische anders gebaut. Hier zum Beispiel, hier war ja hier der Tisch zum Würfeln, hier ist er hier, da hier ist hier im Feuer. Klar sehen die Innenhöfe ähnlich aus, weil die Häuser halt ähnliche Abstände haben. Aber es ist nicht gleich, nicht copy-paste. Da muss man... Unterscheiden. Würfeln. Ich würde gern würfeln. Lust auf ein Spiel? Natürlich hat er. Wir wollen nur... Wir setzen 15. Komm. Wir gewinnen.
Aufs Gewinn! Wieso habe ich mich darauf eingelassen? Ich verliere wieder alles. Ich meine, was auch ist, die Charaktere sehen sich ähnlich. Viele Menschen sind gleich. Das ist eher ein Problem, finde ich. Oha. 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 4,50 für einen Start ist okay. Die Spieler gibt es mehr als einmal, ja. Nur besondere Charaktere nicht. Aber klar, sowas wie Dorfbewohner, da machst du halt nicht 1000 Dorfbewohner. Vor allem nicht zur damaligen Zeit. Oh. Das war's. Betrunken spielt sich das nochmal ganz anders, Heinrich. Komm, würfel nochmal. Trau dich. Vorbei. Er hat auch 4,50 geschafft. Jetzt machen wir den Megawurf. Nehmen wir eine 1 würfeln. Wow. Jetzt aber 4 Einsen. Okay, jetzt aber. Du schreckst von nichts zurück, was? Okay, aber jetzt 3 Einsen nochmal. Ach komm schon, lass mich wieder würfeln. Okay, nochmal 4,50, immerhin schon 900. Ich wittere eine Glückssträhne. Mhm, aber für mich die Glückssträhne. Das sieht gut aus. Oh, schade. Eine 3. Hätten wir eine 3 gehabt, wäre es richtig gut geworden. Oder noch eine 5 mehr. Also, ach, komm schon, lass mich mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Du schreckst von nichts zurück, was? Mm. 300. Ach, komm schon, lass mich wieder würfeln. Kein Glück. Doch. Okay, 400, immerhin schon 1300. Ich meine, der kann mit einem Wurf 4000 kriegen, nicht wahr? Muss man echt aufpassen. Aber der hat wenigstens keine gezinkten Würfe hier. Aber jetzt wird's was. Jetzt wird's was. Mal sehen. Ah, oh, hat er auch noch ein Glück. Und jetzt aber nichts mehr. Komm, eine 1 hat er noch. Aber gut, 3,50 gebe ich ihm. Oh, er hat sogar noch eine 5. Ah, jetzt aber Unglück. Kein Glück. Ach, 3,2, ja, ja. Der will zu viel. Seht ihr? Und wir haben 500. Na, nehme ich. Da würfe ich auch nicht nochmal. Bei 3 Würfeln und 500. Das war's. Kein Glück heute. Wobei das halt auch der Würfelspieler hier ist, nicht? Der Charakter. Also der ist meistens an der Stelle. 5,50. Nehme ich. Und es fehlen nicht mehr 1700. Aber jetzt wird's was. Wir hätten All-In gehen sollen. Oh Mann, das ist... So ein Wurf ist immer schlecht. So, einer bleibt übrig. Da kannst du nicht zweimal weitermachen dann. Besser ist oft würfeln. Erhöht die Chance, was Gutes zu kriegen halt. Mit vielen Würfeln. So wie er jetzt. Ne, jetzt würfelt ist er... Nicht. Ja, das hat mich gewundert. 2800. Hätten wir jetzt 1000 gehabt, wäre das gut gewesen. Aber ich sehe was. 1, 2, 3, 4, 5, 500, 600. Okay. Und dann können wir nochmal. Wenigstens eine 5 dabei. Also an deiner Stelle würde ich das Glück nicht herausfordern. Ja, da hat er schon recht. Aber... 700. Ah, ganz knapp. Aber bei 3 Würfeln
bei so viel... Nee. 350 fehlen noch. Oh, und er hat 1050. Er würfelt nochmal mit 3 Würfeln. Gut, weil er weiß, er hat sonst verloren. Würfel, komm. Du bist. 2300, das sollten wir aber schaffen. Wenn ich jetzt die beiden nehme, haben wir 250. Dann fehlen uns 100. Und dann mache ich lieber so. Jawohl, gutes gewonnen. Spiel, du hast's verdient. Ja. Sehr gut. Guck mal, da hat sich das ganze Dorf versammelt. 15 Groschen gewonnen. Damit haben wir 925. Ich dachte, wir haben schon ein K. Ah, nee, wir müssen noch zum... Wir waren mit dem Schuster, aber wir müssen noch zum... Bogner. Also zum Jäger. Oh, der Wein haut aber echt rein, seit wir den Perk-Bier innehaben. Boioioi. Guten Tag, der Herr. Gott sei mit dir. Lass uns handeln. Mach's gut. Verkaufen. Ich möchte dir verkaufen den... Genau, unseren rustikalen Bogen. Den Rest eigentlich nicht mehr. 12 nur. Schade. Besprechen wir den Preis. Klar, warum nicht? Bitte sehr. Und etwas obendrauf. Na sowas. Vielen lieben Dank. Oh, Ruf verbessert. Wie steht eigentlich unser Ruf da? Pferd, Reitzeug. Oh, das Pferd hat Taschen? Oh, gut zu wissen. Ruf. 51. Bei den Händlern 54. Bei den Flüchtlingen 60. Ja, um 3 Punkte immerhin schon hochgekommen langsam. Skalitz auf 93. Gut, wohnt halt nur keiner mehr. Thalenberg gerade so 50. Neuhof 50. Uschitze auch neutral bei 50. Roffner kennt uns gar nicht. Ist aber eher... Achso, das war die Kirche, nicht? Ist negativ, eher gestimmt. Statistiken brauchen wir jetzt nicht. Ja, aber wir haben ja noch die andere Quest. Und die nimmt nämlich ganz viel Dings ein. Der Ruf der Nachtigallen. Da hinten. Oh, puh. Was kann ich? Du kannst nur 3 Nebenquest-Aktivitäten erfolgen. Besuche Theresa, die Müllerin, am Vormittag. Okay, mächtiger als das Schwert. Geht zum Uschitzer Schreiber. Das können wir später machen. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir die Nachtigallen. Dann gewinnen wir nämlich 6 Platz im Inventar. Ja. Weil wir die doofen Käfige nicht mehr rumschleppen müssen. Oh, die Ecke hier hat so Performance-Probleme. Ey, aufpassen. Pferd hat Vorrang. Das heißt, jetzt geht's da drüben in den Wald. Umrum oder gerade durch? Könnt ihr mal hier bei den Leuten fragen, was die so machen. Was ist das hier? Nix, gut. Vielleicht haben die ja noch Aufgaben. Nee, nur ein Bürger. Blumen sammle ich jetzt erstmal nicht.
Nicht mehr die Toilette ist sauber gemacht. Oh, haben wir Hunger? Sattheit 76. Nee, brauchen wir nicht. Da unten ist noch ein Lager. Schafe hat sie. Ah, hier. Ich laufe mal zu Fuß, nicht? Mit dem Pferdchen, gerade bei den Wegen hier, ist das doch immer ein bisschen problematisch. Okay, da geht's wieder auf den Hauptweg. Ich wollte ja eigentlich hoch. Oh, das ist wieder so steil hier. Hätte ich eben nicht einen Baum im Rücken gehabt, wäre ich runtergeflogen übrigens. Hier ist wieder Beinwell. Ein paar Meter fehlen noch. Da könnten wir, glaube ich... Komm. Sowas zum Beispiel. Da bricht man sich nämlich das Bein. Da finde ich die Steuerung gefährlich. Ah, so. Ja gut. Im Echt würde ich auch nicht so einen Berg hochklettern, nicht wahr? Muss man da zusehen. Und das vor allem in schwerer Rüstung. Sollte man sich also dreimal überlegen, ob man das will. Und, oh, guckt mal, diese Aussicht. Ich wollte ja heute eigentlich Rad fahren, nicht wahr? Aber es gab so viele Gewitter. Und übrigens, interessanter Fakt, wenn ihr hinten auf die Blumen guckt, die gucken ja alle in eine Richtung. Und sobald ihr euch aber dreht, ihr seht immer am Rand, wie die Sachen sich erst dann legen, wenn ihr mal genau drauf achtet. Die haben also irgendeinen Urzustand außerhalb der Kamera. Und sobald die Kamera dreht, dann legen die sich zum Beispiel in den Wind oder so, aus der Windrichtung, die kommt. Das macht ein unruhiges Bild beim Drehen. Das hat mich früher enorm gestört. Ah, okay, die Weißen hier kann ich gar nicht sammeln. Schade, ich dachte vorhin, hier ist richtig geil mit den Feldern. Gut, aber hier können wir reiten. Ich kann das Gebiet nicht ohne Herrn Ratzigs Erlaubnis verlassen. Oh, sind wir so weit im Süden? Okay. Okay, die Wege führen alle raus. Ja. Ich glaube, wir müssen in den Wald da vorne. In dahin. Unterhalb dieses Hügels, der vor uns liegt. Okay, hier laufe ich lieber. Mit dem Pferd bleibe ich bloß alle 3 Meter stecken. Oh, ich komme hier auch nirgendwo durch. Ah, hier geht. Oh, da liegt ein Fluss im Weg. Ja, da ist er.
Okay, sehen wir eine Brücke? Es gibt keine Brücke. Ist jetzt schlecht. Können wir schwimmen? Es ist nicht so seicht, wie es aussieht. Okay, nee. Okay, das ist blöd. Eine Fähre oder sowas haben die hier auch nicht in der Nähe. Okay, müssen wir am Ufer mal entlang laufen und eine Brücke suchen. Aber das erklärt, ich glaube, Heinrich könnte schwimmen, aber klar, bei einem Fluss mit starker Strömung, auch wenn das hier nicht so aussieht, ist es natürlich ungünstig, rüber zu schwimmen. Bisschen Vitalität trainieren. Hier waren doch bestimmt wieder Köhler am Werk. Oder Biber. Köhler. Ich habe entdeckt. Lager. Guten Tag. Okay, der will nicht mit uns reden. Der auch nicht. Wo ist der Wortführer? Du auch nicht. Der auch nicht. Okay, ich glaube, das sind nur ganz gewöhnliche Köhler, die nicht mit einem reden. Gibt's nur die drei. Gut, gehen wir weiter. Vielleicht gibt es ja auch irgendwo eine seichte Stelle, wo man rüberhüpfen kann. So wie hier. Das sieht doch gut aus. Natürliche Brücke. Drei Tage alter Fisch. Wie hieß der von Asterix und Obelix? Verleihnix, nicht? Angelplatz. Ich glaube, wir können wir überhaupt selber angeln? Weiß ich gar nicht. Paar schöne Makrelen. Vranicker Wald. Okay, wir sind da. Das ist schon mal gut. Und der ist auch wieder ein bisschen anders, nicht? Hier wachsen andere Bäume und so. Finde ich richtig gut. Hier können wir doch bestimmt hochlaufen. Das sieht nicht so steil aus. In echt wäre ich kaputt, würde ich das hier hochjoggen. Ich meine, guck mal, was wir gerade für Höhenmeter überwunden haben. Sind wir noch auffällig überhaupt? Oh. Ich wollte nicht dich rufen. Ich wollte gucken. Auffälligkeit ist wieder weg. Sehr gut.
Das ist der Ruf. Den sollen wir nämlich machen, nicht? Und dann können wir hier eine Falle fallen lassen. Hey, wer ist da? Oh. Sind zu dritt. Was ist das? Nein, sowas. Heilige Maria. Wer bist du? Hey. Weg von den bösen Männern. Ich höre nicht genau. Okay, hier müsste auch sein. Ich weiß halt nicht, ob er böse oder gut ist. Wir verpieseln uns mal lieber erstmal ein bisschen. Weil die sind zu dritt. Das macht mir ein bisschen Sorge. Mann, ich drück immer Streichs Pferd. Geh doch mal weg. Ich will mit C mich ducken. Nicht das Pferd holen. Oh, sowas nervt mich an der Steuerung viel mehr als dieses Schwertschmieden. Das ist hingegen viel, viel besser, nicht? Aber das ist so eine hektische Sache und ich komme immer zwischen C und X mit meinem Finger. Der geht halt, wenn ich ihn so runter mache, ich kann nicht aus X, ich kann aber auch nicht aus C. Er geht immer in die Mitte. Da habe ich, keine Ahnung, verkürzte Sehen oder so. Das ist halt super nervig. Dann drücke ich immer beide Tasten oder halt die falsche. Im falschen Moment. Ist halt zu weit weg von der Steuerung her. Und man muss sie recht oft benutzen. Warum es halt nicht crouchen, Steuerung gedrückt halten ist wie in jedem anderen Spiel. Gut, aber 2018 nicht, war alles ein bisschen anders. Jetzt habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo ich die Fallen aufgestellt habe. Da vorne, oder? Die Frage ist halt, sind die böse oder sind die nett? Nicht, dass es einfach, dass die laufen, weil sie sich wundern, was da los ist. Da ist sogar schon eine gefangen. Oh, hier ist eine alte Burg. Ah, da müsste ich warten, bis die Einzelnen rauskommen. Und dann gucken, ob ich einen mal so erwische. Aber ohne Speichern ist halt auch immer scheiße, nicht? Und das macht das Spiel dann klar, ich soll nicht risikoreich einfach reinrennen und so lange versuchen, die zu töten, verstehe ich. Andererseits hau ich denn lieber ab, anstatt irgendwas zu machen. Da ist die dritte. Ich glaube, hier ist gut.
Geh schön in die Falle. Und dann sind wir... Oh, Rehe. Wartet doch. Ich springe mit euch. Ich habe auch eine Überraschung für euch. Er muss halt langsamer werden beim Schlagen, nicht? Klappt nicht. Ah. Aber wenn ich mich still hinstelle, dann kommen die durchaus manchmal wieder zurück. Und dann kann man die umhauen. Das hatten wir ja bei der Jagd neulich. So, ich würde sagen, wir gucken mal, was mit den Typen los ist in der nächsten Folge. Bis gleich.